Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns zusammen Roblox-Videos auf TikTok an. Ich habe mir noch nicht so viel angeguckt. Ich habe einfach nur geguckt, ist das ein Roblox-Video und ist der Ton annehmbar? Also ich habe hier noch nicht wirklich alles gesehen. Wir gucken uns das jetzt zusammen an. Falls ihr neu hier seid und mich noch nicht kennt, oder auch falls ihr schon mal hier wart und es aber noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne den Kanal, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, und ich würde mich sehr freuen. Und falls ihr gerne Merch hättet, wir haben jetzt niegelnagelneu ein Weihnachtsdesign, einmal hier eingeblendet, ein generelles neues Design, einmal hier eingeblendet, plus noch den alten Merch, den wir sowieso schon auf der Seite hatten. Das heißt, wenn ihr gerne Merch hättet oder ihr euch gerne von euren Eltern oder irgendwelchen Familien teilen, Oma, Opa, Tante, Cousin, keine Ahnung, Merch zu Weihnachten wünscht, dann geht jetzt unbedingt auf den ersten Link in der Infobox. Da ist meine Merch-Website verlinkt. Dann könnt ihr euch da welchen bestellen oder bestellen lassen und dann kommt ihr auch rechtzeitig zu Weihnachten an. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, unser erstes und ich hoffe unser einziges Englisches. Ich habe einfach wirklich nach den Roblox-Sachen gesucht und habe dann einfach die Top-Rated-Videos genommen. Das heißt, wir haben hier keine particular Order. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Okay, let's go. Wie man das Wetter in Brookhaven kontrolliert. Brookhaven, sorry, dass ich das so komisch ausgesprochen habe. Wir gehen zur Polizei. Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Brookhaven-Hacks, gell? Ich habe schon ein, zwei Videos gemacht von Roblox Brookhaven-Hacks. Falls ihr die nicht gesehen habt, Banger. Hier oben bei der Infobox verlinkt. Da probiere ich, ob das wirklich funktioniert. Wir nehmen hier die Taschenlampe. Wir gehen hier den Vent bei der Polizei hoch. Wusste ich nicht mal, dass es existiert. Okay. Warte, der geht nicht in den anderen Vent? Oh, wild. Wie finden Leute das raus? Ist meine Frage. How? Okay, du läufst einfach durch irgendeinen dunklen Gang und bist so, ha, mal gucken, wo es hier lang geht. Okay, jetzt müssen wir klein sein. Durch die... Wie? Also jetzt mal ohne Quark. Ich meine, es ist ja obviously intentional, dass da eine Karte ist, aber... Sorry übrigens für meine Nägel. Ich habe hier die Hälfte lackiert, die anderen nicht. Jetzt gehen wir ins Haus 13. Wie finden Leute das? Okay, jetzt den Hügel runter. Da. Okay, das ist dieses komische Solarwerk, glaube ich, was da hinten ist, oder? Da sind diese Solarpanel. Ja, da ist so eine Hütte. Das habe ich auch schon mal gesehen. Wahrscheinlich ist es in dieser Hütte. Ja, geh rüber zu der braunen Hütte. Habe ich mir schon fast gedacht. Und da kannst du das Wetter kontrollieren? What? Okay, blaues Ding. Passwort ist dein Username. Alles klar. Starray 17. Und jetzt... Aber da steht ja nicht, was passiert. Der macht einfach den hoch und runter. Okay. Weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe. Ist okay. Wenn ihr das übrigens möchtet, kann ich nochmal so ein paar Hack-Videos sammeln. Die sind nicht so oft zu finden. Deswegen muss ich die immer erstmal eine Weile sammeln. Deswegen muss ich Bescheid wissen. Dann können wir nochmal Brookhaven-Hacks machen. Okay, wir haben hier nochmal ein Tutorial. Diesmal fürs Portal in Roblox. Ich bin nicht vertraut mit dem Portal. Es ist auch, ich werde ganz ehrlich sein, bisschen das schlechteste Tutorial, was ich jemals gesehen habe. Weil sie kringeln einfach irgendwelche Sachen her, aber sie sagen hier nicht, wo du hin musst und was geschehen muss. Okay, jetzt gehen wir zur Library und Books. Da ist irgendwo ein rotes Buch. Da drücken wir drauf vielleicht oder auch nicht. Jetzt gehen wir in den Raum und dann sehen wir das Licht oder nicht und holen jetzt den Hammer und dann sind wir auf einmal an der Tankstelle und dann geht es in den Geheimraum und dann Dunkelheit und mit dem Hammer hammern wir Sachen kaputt, Top Secret, Blöcke bauen wir ab, bum bum bum, Hammer, 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 falls ihr überhaupt was erkennt. Und dann kommt das Licht und dann gehen wir raus. Und dann hinter den Stein. Wie? Okay. Okay, alles klar. Danke für die Info. Ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren kann, weil es war ein recht unzusammenhängendes Tutorial, werde ich ganz ehrlich sagen. Hätten die vielleicht Beschreibungen reingebracht, von wegen, hey, jetzt machst du das, jetzt gehst du da lang. So, okay, nächstes Video. Mal gucken, was als nächstes wohl passiert. In letzter Zeit habe ich sehr viele Videos auf meiner For You, die ich nicht wirklich gut finde. Und deswegen wollte ich einfach kurz zeigen, was das für Videos sind. Und klar, Emily, wichtig. Also, ich nehme an, sie heißt Emily. Vielleicht heißt sie auch Emily Q
Oder Emilia. In dem Fall tut es mir leid, dass ich dich falsch benenne. Klären, warum ich es nicht gut finde und warum man so etwas nicht posten sollte. Okay, Emilia. I'm a nice person. I'm a Girl Scout. Jetzt werden wahrscheinlich Leute sagen, lass sie doch in Ruhe. Wahrscheinlich hat sie eine Essstörung oder sonstiges. Aber ich werde euch jetzt erklären, warum es in diesem Fall wirklich egal ist, ob du eine Essstörung hast oder nicht. Denn okay, so etwas zu posten generell ist sehr verantwortungslos. Okay, Emilia. Ich verstehe, ehrlich zu sein, wirklich nicht, was das diesen Leuten bringt. Denn durch eine Essstörung kann man auch sterben und ihr helft diesen Leuten, das war eine Essstörung zu entwickeln, falls ihr es vielleicht nicht verstanden habt. Solche Videos sind genau wie diese, wo ihr euer Essen zeigt. Ich weiß nicht, wie viele... Ich weiß nicht, ob die Videos genauso sind wie die, wo man sein Essen zeigt, back in my day. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als ich ein kleiner, keine Ahnung, 12-Jähriger, 13-Jähriger war, gab es richtig viel diese What I Eat in a Day Videos, halt so Frühstück, Mittag, Abend, wo die Leute einfach nur gezeigt haben, was sie essen. Und ich habe das immer mehr wahrgenommen als so ein bisschen, hey, in die Schiene von Day in the Life Videos. So wie, hey, ich zeige euch ein bisschen, wie mein Tag aussieht, damit man die Leute besser kennenlernt. Und oft hast du halt, weil ich halt auch vegan war, war das eigentlich ganz cool für mich, weil ich halt dann von anderen veganen Leuten die Dinger geguckt habe und dann hat man halt gesehen, was die so essen. Und dann hatte man vielleicht mehr Ideen, weil mittlerweile gibt es ja super viele so Ersatzprodukte, aber als ich 12 war, gab es die halt nicht. Und da war das ein bisschen mehr ein Struggle. Aber deswegen waren die eigentlich ganz cool, die Videos. Aber ich weiß nicht, ob das das gleiche ist wie die Videos, wo Leute zeigen, was sie essen. Das ist mehr, was ich sagen will. Leute sich deswegen schlecht fühlen und ein ungesundes Essverhalten entwickeln. Aber bitte hört auf, solche Videos zu posten. Okay. In letzter Zeit... Alles klar. Danke für deine Botschaft, Emilia. Ich stimme dir zu. Du hast recht. Ich werde Menschen wahrscheinlich schneller machen, damit man meine Stimme nicht erkennen kann. In diesem Video geht es versuch darum, dass ich diesen Roblox-Account gerne gegen Otomie-Pets vertraden würde. Das ist ein guter Ich habe meinen Roblox-Account von meiner Schwester gekriegt. Ich brauche den hier nicht mehr. Ich würde den gerne traden gegen Adopt-Me-Pets. Aber gute Adopt-Me-Pets. Ich habe auf diesem Account sehr viel Geld ausgegeben. Aha. Und aktuell sind keine Robux drauf. Okay, kann mir kurz jemand erklären? Ihr seid da vielleicht mehr in der Szene als ich. Kann mir kurz jemand erklären, warum ich die ganze Zeit Videos sehe, wo Roblox-Charaktere keine Gesichter und nur ein Bein haben? Ich verstehe es nicht. Die hat keinen Kopf, die hat keinen Kopf und die hat nur ein Bein. Die hat dafür so einen kleinen blauen Piekser. Aber warum hat sie keinen Kopf und warum hat sie nur ein Bein? Und warum machen die Leute die Beine so groß und den Körper so klein und dafür nur ein Bein? Ist das irgendwie eine Ästhetik, die ich einfach nicht mitgekriegt habe? Bin ich da einfach nicht genug in der Materie drin? Hat irgendjemand von euch, bitte, ich sehe das die ganze Zeit. Kann mir irgendjemand helfen? Bitte, ich würde so gerne verstehen. Warum tun die Leute das? Please, I need to understand. Okay. Oder so, weil ich habe auch sehr viele Klamotten und Outfits auf diesem Account, also okay, die kann ich euch dann im nächsten Video zeigen. Wenn ihr dieses Video gerade guckt, wäre es vielleicht sehr lieb, wenn ihr das an Freunde schicken könntet, die vielleicht auch Roblox spielen oder so, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand sehen wird. Und ja, es würde mich gerne freuen, wenn du... Das hatte richtig viele Likes, gell? Das Video, das ist, also, das wurde bei mir relativ früh angezeigt, möchte ich nur mal adden. Wenn du in die Kommentare schreiben würdest, aber wirklich nur, wenn es gut ist, weil ich will meine Zeit nicht verschwenden mit schlecht. Okay. Ja, also ich würde gerne die Adopt-Me-Pads, aber wirklich nur, wenn ihr wirklich ein gutes Angebot habt, Leute. Ein richtig gutes Angebot. 15.000 legendäre Adopt-Me-Pads will ich hier sehen. Sonst. Schreibt nicht mal in die Kommentare. Ihr verschwendet ihre Zeit. Boah, erst will ich dir aber schon mal sagen, dass ich nicht first gehen werde, weil Coreblox ist wirklich sehr viel Geld. Ich glaube, was ist denn ein Coreblox? Sie wird nicht first gehen, heißt, sie gibt erst den Account raus, wenn sie die Adopt-Me-Pads hat, right? 250 Euro. Oder sowas. Ich will aber wirklich, dass du weißt, dass du mir vertrauen kannst und dass ich niemals gehen werde. Das ist wirklich... Ich weiß wirklich, das ist wahrscheinlich einfach ein liebes Mädel. Und die ist nur so, ich will wirklich nicht gescammt werden. Und sie versucht, sich zu schützen. Und sie ist so, hey, ich hab dieses Coreblox-Ding, oder ich weiß nicht, ob das einfach ein Keyname ist, den Leute für Robux benutzen. Ich bin wirklich nicht in der Materie drin, okay? Ich versuche hier zu lernen. Aber nichts klingt mehr verdächtig als, okay, ich werde nicht first gehen, ich werde das schon mal sagen, aber ich will wirklich, dass du mir vertrauen kannst, okay? Ich werde dich nicht scammen. Ich verspreche es dir. Bro, du hast mein Wort. Ich werde dich nicht scammen. Ich würde das nie machen.
Ich bin doch kein Scammer. Ich würde dich niemals scammen. Ich kriege hier ganz verschiedene Vibes. Einmal ist es wirklich der, hey Leute, ich will dich nicht scammen. Keine Sorge, trust me, ich werde dich nicht scammen. Aber schreib mir nur, wenn du gute Offers hast. Aber es ist wahrscheinlich so eine Süße. Sehr cute, auf jeden Fall. Die Kommentare auch. Hi, ich würde mein ganzes Inventar da geben. Da sind Känguru, Juni, Megadog und MM2 Goldie. Würde auch 10 Euro Roblox-Karte dazu geben. Und dann hat sie geantwortet, ja, ich denke mal drüber nach. Ich lieb's. Ich hoffe, ich bleibe auf Roblox-Transaktion-TikTok. Also eigentlich schreibe ich am Montag einen Französisch-Test und eigentlich wollte ich lernen, aber ich weiß nicht, was ich lernen soll. Ah. Vor allem, wir haben erst am Donnerstag oder so die Nachricht bekommen, dass wir einen Test schreiben. Donnerstag. Und ich weiß halt nicht was, weil sie nicht gesagt hat, was. Sie hat uns nur neue Vokabeln gegeben. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Vokabeln lernen soll, weil wir hatten die ja erst jetzt so 3 Tage und dann direkt einen Test nach 3 Tagen zu schreiben, obwohl wir die nur einmal durchgenommen haben. Klar, das ist schon ein bisschen frech von der Lehrerin. Ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Ich bin voll Muskelkater und kann gar nicht aufstehen. Ich kann mich kaum bewegen, weil das so krass wird. Ehrlich, was hast du gemacht? Mein Knie wehgetan. Dein Knie kommt es auch vom Muskelkater? Wie wenn ich mich hinsetze oder sowas. Das ist halt nur wegen Sport, weil wir haben so ein Spiel gespielt, da musste man so die ganze Zeit rennen und dann musste man sich hinsetzen neben eine andere Person, damit die deinen Finger fängt. Und man musste sich halt schnell hinsetzen, damit man halt nicht gefangen wird. Und dann bin ich halt immer auf meine Knie gefallen. Ja. Und das tut so krass weh, weil ich musste die ganze Zeit rennen. Wieso setzen sich auch immer das ist Emilia wieder! Damit ich rennen muss, Junge. Das hat mich so Oh, Emilia, abgefuckt. Das tut mir richtig leid also für dich. Oh, Emilia hat hier schon 2 Banger uns rausgehauen. Einmal das wo sie sich über die Videos auf ihrer For You beschwert. Und jetzt dieses große Französisch-Test-Debakel. Emilia, ich fühle wirklich mit dir. Das tut mir leid. Richte das Haus von einer Zuschauerin ein. Okay, wir richten das Haus ein. Wahrscheinlich sehr weihnachtlich. Ich liebe, wie das nicht ein Screen-Aufnahmeprogramm aufgenommen hat, sondern wie sie das am Handy von ihrem Computer abfilmt und gleichzeitig mit ihrer Tastatur und ihrer Maus das Haus einrichtet. Das ist wirklich ein Multitasking-Genie hier. Warte, das war's? Oh, okay, ich dachte, da kommt noch ein großer Reveal. Ist aber süß, was sie gemacht hat. Ich denke, das hat sie schön gemacht. Was kommt jetzt? Die Roblox-Tagesschau, Leute! Das ist das erste Roblox-Fernsehen mit der Tagesschau. Okay, mal gucken, was in der Roblox-Tagesschau so kommt. Roblox-TikToks sind wild. Oh mein Gott, da hat sie... Heute im Studio. Hier hat sich jemand so viel Mühe gegeben. Annette Bergmann. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nein! Gestern war für uns ein besonderer Tag. Was ist gestern passiert? Wir haben die 10.000 Follower erreicht. Let's go! Das Tagesschau-Team freut sich sehr. Heute geht es mal wieder um Adopt-Me. Was ist denn Adopt-Me? Vor ein paar Tagen hatte dieses Spiel ein neues Update. Nun könnt ihr in der Pizzeria arbeiten und Geld verdienen. Klasse. Viele freuen sich, darunter Frank, freut der sein sich. Leben lang in den Straßen von Adopt-Me wohnte, aber nie einen richtigen Nein. Job hatte. Oh, ist das Frank? Kommt jetzt Frank? Wird jetzt Frank gezeigt? Ich kann es gar nicht glauben. Klasse, Frank. Oh mein Gott. Sie haben so kleine Einspieler. Dienst ab an die Arbeit. Hier ist übrigens meine Frau. Ich bin deine Chefin, was fällt dir ein? Ja, ich hab's gesehen. Frank ist jetzt ja reich. Danke, Frank. Ist Roblox sicher? Die haben Angst um ihre Kinder, da Roblox ja ein Online-Spiel ist. Darunter Theresa Wichtige Nachrichten. Theresas Bund. Okay, Theresa. Sie erzählt uns ihre Erfahrungen. Ich bin einfach nur geschockt. Günther saß jeden Abend bis Mitternacht am iPad und spielte Roblox. Ah. Er wollte abends nichts mehr essen und ab 17 Uhr sprach er nicht mehr mit mir. Da wäre ich auch beunruhigt erstmal natürlich. Als ich in sein Zimmer kam, redete er gerade mit dem iPad. Jo, meine Mama ist da. Was geht? Er führte Selbstgespräche. Ich war geschockt. Natürlich Klar. habe ich sofort einen Arzt kontaktiert. Er verschrieb mir nur Beruhigungstabletten. Was für ein blöder Arzt. Was für eine schlechte Mutter. Oh, das ist jetzt der Arzt. Ich habe auf Roblox nur Freunde mit Voice-Chat gesucht. Ich empfehle euren Kleinkindern Roblox sehr. Danke, Teresa. Der Arzt empfiehlt Roblox. Also wenn das in den Roblox-Nachrichten kam, dann muss es ja stimmen. Nun kommt hier nicht das Spiel des Tages, präsentiert von Leander Hanf. Spiel des Tages, kommt auch Hallo noch. Und willkommen beim Spiel des Tages. Heute präsentiere ich Ihnen das Spiel Club Roblox. In diesem Spiel gibt es kein richtiges Ziel. Sie müssen nur Ihr Leben führen. Dazu gehört Arbeiten, sich um Kinder kümmern und Tiere adoptieren. Hier eine kleine Übersicht. Okay. Danke, dass ihr uns das Spiel zeigt.
What? Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe die Roblox-Tagesschau. Ha? Das ist so viel Aufwand. Da hat sich jemand wirklich hingesetzt, hat sich gedacht, ich mache hier einen Banger TikTok-Account, nenne das Roblox-Tagesschau. Mal gucken, was wir noch so finden. Hallo, ich habe vor etwas längerer Zeit ein Video gemacht, wo ich mich über meine Freunde aufgeregt habe. Oh, und nein. Zwar ging es darum, dass ich an dem Tag nicht da war und wir eine Mathearbeit hatten, aber sie mir es nicht geschickt haben. Ja, und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Ich nenne meine Freunde jetzt einfach A und K, aber ihr könnt auch einfach in dem einen Video schauen, wie sie dort heißen, aber ich möchte ihnen die Namen jetzt weiterhin nicht mehr sagen. Also sie hat schon mal ein Video gemacht, wo sie die Gesamtsituation erklärt hat. Da hat sie auch die Namen verwendet, aber jetzt nennt sie sie A und K, weil sie die Namen mehr so ein bisschen geheim halten möchte. Verstehe ich. Ist okay, Amalia. Manchmal ändert man seine Meinung. Also wir hatten schon öfter Streitereien, yeah, wie zum Beispiel, dass die eine Person sich ausgeschlossen gefühlt hat oder eifersüchtig war. Das und das schade war meistens nur A. Ich hatte in den Herbstferien, okay, Geburtstag und A hat K alles erzählt, Gute, dass ich am 25. Oktober Geburtstag hatte, obwohl das gar nicht stimmte. Ich hatte nämlich am 11. Deswegen konnte mir K erst später gratulieren. Und A hat mir gar nicht gratuliert. Als, wow, mir K das erzählt hatte, wurde mir klar, A ist wirklich erstmal keine gute Freundin hier zu Amalia. Dass ich mit A befreundet sein möchte und das mir langsam reicht. Und K, okay, wollte die Freundschaft auch nicht mehr. K und ich hatten also vor, uns von A zu entfernen. Und das war nicht schwierig, denn A wurde schon am ersten Schultag nach den Herbstferien eifersüchtig. A wurde eifersüchtig und natürlich das Geburtstagsproblem, was ja hier schon besprochen wurde. Aber warum wurde A eifersüchtig? Ich meine, ihr habt euch dann von ihr entfernt. Klar, das war sicher nicht einfach für A, aber scheint, als wäre ihr eh nicht so die besten von die besten Freundinnen gewesen, ne? Sein, beziehungsweise ich und A nicht mehr, aber K und A schon. Doch A hat K. Okay, bekommen. Warum waren A und K dann noch Freunde? Es wäre jetzt eigentlich solidarischer, denke ich, wenn K auch nicht mehr Freunde mit A war. Andererseits, wenn A K nie was angetan hat, weiß ich nicht. Sehe ich ein bisschen kritisch. Vielleicht kann man da einfach nochmal drüber reden mit A. Also waren auch die beiden nicht mehr befreundet. K und ich waren nicht mehr befreundet, aber haben dann auch bemerkt, dass unsere Freundschaft ziemlich langweilig wurde, haben aber trotzdem weiterhin versucht, beziehungsweise waren trotzdem weiterhin miteinander befreundet. Und letzte Woche Wie, eure Freundschaft war langweilig? Was ist denn da passiert? Ich war Montag und Dienstag nicht in der Schule. Und dann am Freitag kam ich zur dritten Stunde und sah K und A am Physiktisch reden. Und nicht nur das, K war sehr angepisst von mir. Im Physikunterricht hat sie gar nicht mit mir gesprochen. Okay, K war angepisst von ihr. Ich glaube, Amalia ist auch ein bisschen eifersüchtig, weil Amalia sich, glaube ich, wünscht, dass K mit ihr befreundet bleibt und jetzt sich ein bisschen verraten fühlt, dadurch, dass A sie halt so verraten hat und K trotzdem weiter mit A befreundet ist und die jetzt halt auch so viel zusammen machen noch. Ich habe das Gefühl, mir fehlt hier ein bisschen die Gesamtgeschichte. Ich kann mir die Situation noch nicht ganz vorstellen, was hier vorgefallen ist. K und A sind dann zusammen rausgegangen. Okay, hier passt jetzt nicht mehr alles rein, aber es kommt auf jeden Fall noch ein Part rein. Und da möchte ich erwähnen, dass ich nicht irgendwie kindisch oder total anstrengend bin. Ich finde es total okay, wenn meine Freunde mit anderen Freunden befreundet sind, auch wenn ich nicht mit denen befreundet bin. Okay, Hallo. Also auch schön, dass du das nochmal sagst. Okay, aber ich habe keine Sorge, Leute, aber ich habe den nächsten Teil gefunden. Ich habe den gefunden. Hier ist er. Hallo, das ist jetzt der nächste Part. Also an diesem Tag habe ich sie dann nochmal gefragt, was los sei, aber sie hat mich halt ignoriert. Am nächsten Tag jetzt in der Schule hat K mir einen Zettel geschrieben, wo sie halt alles erzählt hat, weshalb sie mich ignoriert hat und so weiter. Also ich meine, das ist gut von K, dass sie da wenigstens offen mit umgeht und dass sie sagt, hey, das und das ist vorgefallen, deswegen habe ich die ignoriert. Aber ich wüsste halt auch, als ich bin jetzt ja involviert in dieses Freundschaftsdrama, ich wüsste halt auch gerne die Gründe, warum hat K dich ignoriert. Auch erfahren, dass sie nicht mehr mit mir befreundet sein möchte, weil sie unsere Freundschaft einfach so langweilig findet. Oder irgendwie sowas. Und genau, ich habe es dann auch so gelassen. Also ich bin ihr dann nicht weiter hinterhergelaufen. A ist, by the way, jetzt mit L, einer neuen Person, befreundet. Und zwar ist L eine Freundin gewesen von mir, aber irgendwie war sie total eifersüchtig, dass ich andere Freunde hatte. Und genau deswegen hat sie dann die Freundschaft beendet und ja. Weitere Gründe konnte sie mir bisher noch nicht nennen. Ganz schönes Drama in der Freundesgruppe. Ganz schönes Drama. Links und rechts werden hier Freundschaften beendet. K und A sind nur normale Freunde. Das heißt, sie reden nur manchmal miteinander und K hat eher andere Freunde. Im Nachhinein konnte ich das nicht verstehen, dass K die Freundschaft mit mir beendet hat. Aber da kann ich jetzt nicht viel machen. Nee, da kannst du nicht viel machen, Amalia. Das stimmt. Also wenn K... Also, das kommt ein bisschen drauf an, ob du da vielleicht was machen kannst. Je nachdem, wie sehr dir die Freundschaft mit K am Herzen liegt, kannst du vielleicht nochmal mit K reden. Du hast ja auch von K den Brief bekommen, wo drin steht, was K stört. Und vielleicht könnt ihr einfach mal über die Gesamtsituation reden und gucken, was
was dich stört, was Kar stört und wie ihr vielleicht wieder Freunde sein könnt. Aber falls es dir jetzt nicht so wichtig ist und du hast ja davor auch gesagt, die Freundschaft mit Kar kam dir eher ein bisschen langweilig vor. Vielleicht habt ihr einfach nicht so viel gemeinsam. Vielleicht ist es besser, wenn du dir noch andere Freunde suchst statt Kar. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne natürlich die Personen alle nicht. Habe ich eigentlich komplett keine Freundin in der Klasse. No. Das ist von letzter Woche passiert und letzte Woche haben wir eigentlich gar nicht miteinander gesprochen. No. Und genau jetzt diese Woche, beziehungsweise heute, haben wir wieder etwas mehr gesprochen. Das war jetzt nicht viel und ja, ich glaube, das war jetzt nicht so interessant, aber genau, ich kann euch gerne auch nochmal Updates geben, irgendwie in den nächsten paar Wochen, was sich so verändert hat. Schreibt auch gerne mal eure Schulen rein, dann kann ich dem nächsten Video bewerten. Tschüss und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Oh, ich finde es so süß, weil sie bleibt aber auch so positiv. Sie, weißt du, sie sagt nicht, hey, ich habe jetzt gar keine Freunde mehr, ich bin richtig traurig. Sie beschreibt sachlich die Situation, klar, einige Fakten fehlen mir. Aber ich hoffe, alles endet zum Guten, Amalia, und dass du bald wieder einen guten Freundeskreis hast mit hoffentlich ein bisschen weniger Drama. Das war's mit dem Video für heute. TikTok, Roblox sind wilde Sachen. Falls ihr sowas nochmal sehen möchtet, ich habe wirklich viele gefunden, dann sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich euch gerne einen zweiten Teil hiervon. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich bin auch invested in die Freundschaftsgeschichte. Vielleicht gibt es da nächste Woche Updates. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wisst ihr es? Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, bitte helft mir. Wegen dem Kopf ohne Gesicht. Wisst ihr irgendwas? Irgendwelche Informationen? Alles ist hilfreich, okay? Jeder Tipp ist gern gesehen. Ja, wie gesagt, schaut beim Merch vorbei, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss!